Lilly war sich ganz sicher. Das musste die Zelle sein, in der Edna festgehalten wurde. Die Tür war fest verschlossen. Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lilly ein Rätsel. Das Phantom sah bedrückt aus, aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ob das der Schlüssel zu Ednas Zelle war? Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Diese Bowlingkugel hatte einen unheimlichen Gesichtsausdruck, aber auch nicht unheimlicher als der des kleinen Jungen auf dem Bild im Flur. Der Spiegel hing zu hoch, aber Lilly konnte ihr Spiegelbild ohnehin nicht leiden. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Der Geruch des Honigpfannkuchens erinnerte Lilly an die lustige Geschichte mit den Termiten. Freeman. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheimgehaltener zweiter Sohn. Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen. Könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Der Kleiderständer erinnerte Lilly an den alten Mann aus der Schulsammlung. War das wirklich erst heute gewesen? Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm... er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Lilly konnte den Mond stundenlang anstarren, aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Das musste Dr. Marcells Büro sein. Lilly glaubte, ein leises, rasselndes Atmen hinter der Tür zu hören. Bitte nicht stören. Na, da war Lilly doch ein Profi drin.
Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... Warte mal, Alfred? Alfred, du bist es wirklich? Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred, ich konnte mich nie von dir verabschieden. Oh, und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß... Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Lilly, so ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh, hallo Lilly. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier, mitten in der Nacht? Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh, oh. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Lilly saß in der Falle. Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcels Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Lilly mochte Nadeln. Einmal hatte sie sogar heimlich eine aus dem Haushalt. Sie verwahrte sie sicher in den Ritz. Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das... Augen? Perfekt. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen.
Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Sie machte einen ersten Stich. Lilly zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst du? Lass das! Du tust mir weh! Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst... mich an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ha! Hu! Yay! Yay! Ich bin wieder da! Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey, bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los! Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und es anschließend aufessen. Na los, Lilly, worauf wartest du? Nimm dir die Bude auseinander. Yippie! Edna und Garrett waren gefesselt. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Wenn wir sie doch nur irgendwie aus ihrer Trance holen könnten. Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lilly. Ich würde dich ja umarmen, aber... naja, diese Woll-Version eines H.R.-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auf später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß, du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies. Was? Oh, Lilly hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Hey, Kumpels! Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Was sind das denn für Vögel? Wie kann man nur so gut aussehen und trotzdem so bescheuert sein? Oh, Lilly! Lilly! Guck doch mal! Ein Apfeleimer! Na gut. Aber wenn jetzt alle unsere Äpfel matschig werden, dann ist das deine Schuld. Klopf, klopf. Wer ist da? Garrett. Garrett wer? Gerettet werden nur coole Leute. Harvey, bist du es? Edna! Ja, ich bin's. Ich bin wieder der Alte. Nein. Besser noch, ich bin der Neue. Harvey. Guck mal, ich hab diese neue Schnur. Zieh mal bitte dran, Lilly. Du sollst dir die Furzgeräusche nicht bis nach dem Essen aufsparen. Na, ob das eine Verbesserung ist? Du hast ja noch nicht nach dem Essen dran gezogen. Ach, Harvey, du bist wirklich wieder ganz der Alte. Claro, clarissimo. Aber du wirkst ein bisschen eingerostet. Hast du einen neuen Hut? Ich bin gefesselt, Harvey. Ach so. Seit wann regst du dich über solche Kleinigkeiten auf? Da sind wir doch nun wirklich schon mit Schlimmerem fertig geworden. Eben. Also hilf Lilly, uns hier rauszuholen, okay? Sie ist wirklich sehr gut in sowas. Sie ist meine beste Freundin. Ha! Hättest du wohl gern. Lilly ist nämlich meine beste Freundin. Habt ihr es bald? Wenn es euch nichts ausmacht, sollten wir Lilly hier lieber einen Weg nach draußen finden lassen, bevor der Doktor wiederkommt. Bevor der Doktor wiederkommt? Ja, schon gut. Spielverderber. Guck mal, Lilly, ein zugenähter Riss im Polster. Wenn wir uns ganz klein machen, kommen wir da bestimmt nach draußen. Aber nicht? Verflixt und zugenäht. Konnte Lilly der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur.
Okidoki. Woki. Woki. Hm? Hey Lilly, du auch hier. Cool. Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen. Jetzt seid ihr am Zug. Wählt eine eurer Harvey-Spielfiguren auf der rechten Seite, danach die Aktion aus der Liste unten links und schließlich das Ziel der Aktion. Beachtet die Anweisungen im Aktionsfenster, um zu entscheiden, welche Aktion ihr ausführen wollt. Jeder Harvey hat im Normalfall eine Aktion pro Runde. Aber Vorsicht! Die Harvey-Dämonen werden sich zur Wehr setzen.
hast gewonnen. Yippie! Nein, das kann nicht sein. Du verfluchter Hase. Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält. Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will. Na klar, Randall. Aber wir brauchen Regeln. Sonst. Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Hatte Lilly einen Fehler gemacht? War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lilly das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Danke, Lilly. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. All diese Verbote. Oh, Lilly, was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly, wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Aha. Wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre angemessen? Aha. Wunderbar. Danke für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin. Was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los. Dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das ihn noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im 0, irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly? Hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly. Schneid uns endlich los. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! Willst du das wirklich tun? Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Wie anderen Kinder.
Das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier, mit einem scharfen Messer, drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank, sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly, es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist. Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben. Mitten in der Nacht. Bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte: Mach weiter! Mach weiter! Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht! Leg das Messer weg! Tu, was man dir sagt!